Und damit sind wir beim Spitzenspiel der Oberliga von heute. Der erste FC Saarbrücken gegen Rosbach. Und man glaubt es kaum, Rosbach ist der Angstgegner des ersten FC Saarbrücken. Nämlich seit dem 10. November 2007. Damals gingen die Rosbacher als Aufsteiger in Führung im Ludwigspark Kaflern mit dem 1:0. Und der damalige Trainer Michael Krüger, er war restlos bedient, denn seine Truppe fand kaum ein Gegenmittel. Außer in der 82. Minute Dani Luft 1:1. Zwei Punkte verschenkt damals. Und Sie wissen, wie es ausgegangen ist. Die zwei Punkte wären vielleicht wesentlich gewesen für den Aufstieg damals in die Regionalliga. Also, so etwas soll nicht mehr passieren. Auch heute nicht gegen Rosbach. Daniel Schader. FCS-Präsident Horst Hinschberger heute beim ersten Heimspiel des Jahres im Ludwigspark. Gestern hat er ja eine Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Im Schadenersatzprozess gegen den FC Bayern München. Als kleine Wiedergutmachung, heute wünschte er sich natürlich einen Sieg. Und das tun natürlich auch Sie, 3200 Fans im Ludwigspark. Endlich wird nach Eis und Schnee auch mal wieder hier zu Hause gespielt. Sie spielen nicht, das sind die Ligakonkurrenten aus Neunkirchen. Deren Partie wurde nämlich aus Wettergründen abgesagt, also Stippvisite im Ludwigspark. Der FCS mit der gleichen Anfangsformation wie beim 2:0 in Rosbach, bis auf ihn, Kana Metin. Er rückte für Lukas Kohler in die Viererkette, denn Kohler hat sich die Grippe eingefangen. Und das ist Rosbachs bester Torschütze, Ralf Jauernick. 7 Treffer, 37 Jahre alt und Abwehrspieler, das zeigt schon, wo die Stärken der Westerwälder liegen. Ganz weit in der Defensive. Also, es ist alles angerichtet für ein gutes Spiel, für die FCS-Fans, für die Anhänger dieses Clubs bei der Heimpremiere 2009. Saarbrücken mit dem Selbstbewusstsein eines ungeschlagenen Tabellenführers. Hajdarovic, Guido Graf, zum ersten Mal gefordert, schon nach wenigen Minuten. Der anschließende Eckball, hereingetreten, und dann ist Michael Petri da mit der Direktabnahme. Es ging richtig gut los für den FCS. Dieter Ferner hatte ja gewarnt, Rosbach hatte uns im Hinspiel nahe an einer Niederlage. Saarbrücken im Vorwärtsgang. Das ist Kana Metin. Schöner Pass. Samar Mosahin völlig frei. 1:0. 18. Minute. Was für ein Auftakt. Samar Mosahin. Kam ja aus Köllerbach zu Beginn dieser Saison zurück zum ersten FC Saarbrücken, wo er schon mal gespielt hatte. Und jetzt mit seinem 8. Saisontor. Wunderschön, wie er das macht. Lässt die Abwehr aussteigen und schiebt ein zu dieser Führung für den ersten FC Saarbrücken. Samar Mosahin, einer von drei Stürmern heute beim FCS. Rosbachs Trainer Stefan Krämer, die Taktik, lange zu Null zu spielen, die war schon jetzt vorbei. Und Saarbrücken schon richtig gut in Fahrt. In Niederauerbach hatten sie ja lange Zeit gebraucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Noch einmal, Mosahin. Hajdarovic, 2:0. Am langen Pfosten ist er, der lange Mann der Bosnier. Das 15. Saisontor. Die Vertragsverlängerung für ihn steht noch aus. Und da zählt natürlich jeder Treffer. Auch ein solch schöner 15. Saisontreffer für Nazif Hajdarovic, den langen Schlacks. In der Mitte links spielt er im FCS-Angriffszentrum. Noch einmal dieser schöne Pass. Aber da muss eigentlich die Innenverteidigung von Rosbach längst geklärt haben. So frei darf er denn nicht am langen Pfosten stehen, Nazif Hajdarovic. Als Torjäger musst du eben da stehen, wo es wichtig ist. Und das machte der Bosnier. Noch einmal dieser wunderschöne Treffer. Also 2:0, das sah richtig gut aus. Nach nicht einmal 23 Minuten gegen den vermeintlichen Angstgegner. Das ist eine Visitenkarte. Eigentlich war der David aus Rosbach hier angetreten, um den Goliath ein wenig zu ärgern. Doch Selbstbewusstsein sieht anders aus. Alexander Otto, 25. Minute, 3:0. Saarbrücken jetzt wie im Rausch. Jetzt treffen auf einmal schon die Abwehrspieler, die sich nach vorne trauen. Und das sagt so einiges über die Kräfteverhältnisse heute im Park aus. Und die Fans natürlich oben auf. Schauen wir uns nochmal an das Ganze. Das kluge Abspiel hier von Manuel Zeitz. Und dann ist er da. Alexander Otto startet in die Gasse und macht den Treffer. Der passte, genau. Und die Fans des 1. FC Saarbrücken natürlich oben auf. Denn spätestens jetzt wusste man, das wird wieder ein Sieg.
Die Durchschnittsquote von 3 Toren hatten sie schon geschafft. Nur FCS-Torhüter Tobias Rott, der durfte einfach nicht mitspielen. Hatte nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und die Abwehr der Westerwälder zeigte nun deutliche Auflösungserscheinungen. Michael Petri, 4-0. Was für ein Treffer. 7. Saisontor für den Mittelstürmer. Klasse gemacht. Der ehemalige Orgersheimer. Den hat er sich gewünscht. Letzte Woche in Niederauerbach ging er ja noch leer aus. Und jetzt trifft er. Noch einmal ein wunderschöner Hackentrick hier von Nico Weißmann. Und dann startet Michael Petri. Und schiebt ein. Wunderschön. Also ein Tor schöner wie das andere. Wer denkt, dass der Klassenprimus schon genug hat, sieht sich getäuscht. Saarbrücken mit flüssigem, gut überlegten Spielaufbau. Legt das Spiel breit an. Kanameti. Schneller als die Abwehr. Und Glanztat von Guido Graf im Gästekasten. Auch das schauen wir uns nochmal an. Kanameti eigentlich hinten in der Abwehr zu finden, aber den hielt es eben nicht mehr hinten. Jeder wollte sich in die Torschützenliste eintragen. Schöne Aktion allerdings auch vom Gästekeeper. Schiri Philipp Schmidt hat nun zunehmend zu tun, denn jetzt häuften sich die Fouls. Rosbach jetzt offenbar tief gefrustet schon zu diesem Zeitpunkt. Völlig klar. Bei diesem Spielstand zur Halbzeit ein klares 4-0. Das ist mehr als die halbe Miete. Liebe kennt keine Liga, wenn die Mannschaft solch tollen Angriffsfußball bietet. Natürlich nicht. Nach 50 Minuten Wechsel bei Rosbach. 2 frische Offensivkräfte wurden eingewechselt. Das Ergebnis sollte erträglicher gestaltet werden. Auch bei Saarbrücken kamen frische Leute. Marcel Schuck für Samer Mosain. Und es war klar, hier wollte der FCS nachlegen. Die Gäste aus der 1600-Seelengemeinde jetzt mit so etwas Ähnlichem wie Angriffsmut. Denn Saarbrücken ließ jetzt lockerer. Michael Bohl mit dem Kopfball, aber damit kannst du Tobias Rott natürlich nicht annähernd gefährden. Und weil das eine der wenigen Angriffssituationen der Gäste waren, schauen wir uns das nochmal an. Die Flanke eigentlich gut, aber dann kriegt er einfach keinen Druck hinter den Ball. Saarbrückens Trainer Dieter Ferner versuchte jetzt wieder etwas mehr Engagement einzuwechseln. Michael Petri verabschiedet sich und hereinkommt Gregory Strohmann, der ja lange Zeit verletzt gewesen war, der Deutsch-Amerikaner, auf Seiten des 1. FC Saarbrücken. Die Jungs aus der zweiten Reihe haben ja derzeit kaum eine Chance, ins Team zu rutschen. Frei nach dem Motto, never change a winning team. Und trotzdem ist kaum Unruhe zu spüren von denen, die die Bank drücken müssen. Auch die Eingewechselten versuchen hier nach vorne zu spielen, um sich in die erste Elf hinein zu katapultieren. Auch hier noch Manuel Zeitz. Von der linken Seite wunderschön hereingebracht und dann klärt die Rosbacher Abwehr in höchster Not. Marcel Schuck, mit ihm lief noch mal einiges über links, scheitert hier am Torwart. Marcel Schuck, der ehemalige Freiburger. Und er war dann gleich auch beteiligt beim nächsten Eckball. Hoch hereingebracht, Zeitz, Tor, 5-0, 72. Minute. Das Tor durch den Shootingstar des 1. FC Saarbrücken, der ja letzte Woche nach schwachem Auftritt erstmals seit langem vorzeitig ausgewechselt wurde. Aber Dieter Ferner hat ihm die Chance gegeben, er durfte wieder von Anfang an ran und hat es ihm gedankt. Manuel Zeitz, der Großrosseler Bub, wie man ihn nennt, und hinten links schlägt es ein. Wunderschön gemacht. Und natürlich auch wichtig für Manuel Zeitz, der zuletzt in der Kritik war. Es gibt ja nach wie vor Anfragen von diversen Zweitligisten. Da sind hohe Summen im Spiel. Aber er möchte, sagt er zumindest im Moment noch, in Saarbrücken bleiben. Danach wieder Wechsel bei Saarbrücken. Regisseur Nico Weißmann verlässt die Kommandobrücke und Pascal Steletta bekommt zunächst mal Bewegungszeit. Saarbrücken mit frischen Kräften und ausgesprochener Spielfreude. Hajdarovic auf Marcel Schuck. Doch Guido Graf verhindert noch einmal Schlimmeres. Tja, wird das halbe Dutzend noch voll heute? Marcel Schuck kann es nicht fassen. Letzte Woche war er noch erfolgreich gewesen. In der 87. Minute in Niederauerbach. Das hat ihm gut getan, dem Angreifer. Aber hier fehlen ihm ein paar Zentimeter und der Torwart hat natürlich auch glänzend reagiert.
Marcel Schuck. 79. Minute, Foulelfmeter, Schuck. Aber auch den versenkt er nicht. Es sollte heute einfach nicht sein mit einem Tor für ihn. Auch das schauen wir uns nochmal an. Marcel Schuck platziert geschossen, aber der Torwart hat wohl die Ecke geahnt. Marcel Schuck. Danach war eigentlich alles vorbei im Park. 90. Spielminute. Niemand rechnete mehr mit einem Angriff des Underdogs. Und dann war es doch nochmal soweit. Manuel Ullner mit dem 1:5. Der Ehrentreffer für einen Gegner, der heute eigentlich keiner war. Mehr oder weniger haben sie sich in ihr Schicksal ergeben, die Rossbacher. Und der 1. FC Saarbrücken fährt den nächsten Sieg ein. Wer will diese Mannschaft eigentlich im Moment schlagen? Ich glaube, wir haben heute ein insgesamt ordentliches Oberligaspiel gesehen mit 20 sehr guten Minuten, wo wir dann auch 3 oder 4 Tore gemacht haben, dass die Mannschaft dann natürlich auch in dieser Situation dann auch einen Gang zurückschaltet, muss man verstehen, obwohl das Gegentor, das hat mich dann wieder ein bisschen wütend gemacht, aber vielleicht kann man das der Mannschaft heute verzeihen. Jetzt am Dienstag das Spiel gegen Elversberg, was Besonderes für euch? Ja, gegen Elversberg ist immer was Besonderes. Das ist ein Derby, das ist eigentlich ein Stadtteil von Saarbrücken und ja, ich denke, es wird ein schönes Spiel. Fragt sich nur, für welche Mannschaft, denn die Blau-Schwarzen marschieren derzeit nach Belieben durch diese Liga und die Bereitschaft, sich vorführen zu lassen, dürfte auch bei den Elversbergern eher gegen Null tendieren. Der Spitzenreiter ist in beängstigend guter Form. Steffen Demuth, bitte. Tja, noch einmal alle Ergebnisse. Saarbrücken, Rosbach 5:1, Mayen-Hauenstein 0:1, Idar-Oberstein, Hasborn 2:2, Mettlach auf eigenem Platz gegen Waldalgesheim 2:6 und Köllerbach, die gewinnen auswärts bei Bad Breisig. Alles andere ausgefallen, abgesagt, dem Wetter zum Opfer gefallen. Wir schauen auf die Tabelle. Ganz klar vorneweg der 1. FC Saarbrücken. Dahinter Homburg, allerdings natürlich auch Spiele weniger. Borussia Neunkirchen im Moment auf Rang 5, Hasborn auf Rang 7. Zweite Tabellenhälfte, da sehen wir Elversberg 2 auf Rang 15 und hinten haben die Plätze getauscht, Köllerbach und Mettlach.